diesem Film möchte ich euch die Vielfältigkeit von Womoclick zeigen. Stetig unterwegs an den verschiedensten Orten. So, liebe Womoclick-Freunde, jetzt bin ich also mit Taisha am Hundestrand. Als erstes möchte ich euch kurz den Stellplatz vorstellen. Circa 100 Meter vor dem Stellplatz ist die Ver- und Entsorgung. Aber um die Firma geht es jetzt nicht. Und dazu habe ich den Präsident gefragt. Ja, Markus, da bist du sicher überrascht, dass ich hier am Eingang stehe. Liebe Womoclick-Freunde, wie ihr seht, es regnet, ist mir aber egal. Bevor ihr aber zum Unterhaltungsprogramm kommt, und zwar bin ich nachts um 2 Uhr hier hingefahren. Es gibt ja hier diesen Stellplatz mit 35 Plätzen. Ich bin jetzt hier im Bayerischen Wald, und zwar am Dreiländereck. Dazwischen eingebettet ganz romantisch der See. Als erstes besuche ich zentral gelegen beim Marktplatz die Touristinfo. Alles gut bei euch? Es ist alles gut. Wohin fahren wir? Nach Helgoland. Abgemacht? Nach Helgoland. Nein, oder nicht? 200 Meter entfernt ist dann das Eidersperrwerk. Und hier zwischen den schönen Feldern und der Ostsee liegt das Campingland Ostsee in Bliesdorf. Ja, liebe Womoclick-Freunde, von hier aus geht's nachher weiter Richtung Kiel, Hamburg. Und da kann man Fahrräder mitnehmen. Wir haben unsere eigenen Räder dabei oder man leiht Fahrräder. Neukloster liegt direkt am Neuklostersee. So nennt sich dieser Platz. 2 Minuten später ist also Ihre Kassette gereinigt. Aber die 5 Minuten nutzen wir raus, dass Sie 24 Stunden rein und raus können. Aber es gibt unter uns Campern natürlich Leute, die das zum ersten Mal machen. Es gibt hier keine Kurtaxe. Mein Wohnmobil steht hier auf der Parzelle. Vielen Dank. Und ich verspüre einen leichten Hunger. Ja, nicht klar. Ja, und bei Womoclick steht der Mensch im Vordergrund. Sogar an intimsten Orten werden Beurteilungen erfragt. Ja, also gequält wurde ich hier nicht. Und der Platz ist wirklich sehr, sehr gut. Die Sanitäranlagen sind sehr sauber und ordentlich. Eine super Saunalandschaft, tolle Menschen. Hier kann man sich einfach nur wohlfühlen. Sie sind also alleine unterwegs? Seit 3 Jahren, ja. Und jetzt haben wir uns nach langem Beraten und nach langem Kampf haben wir uns jetzt entschlossen zu heiraten. Jetzt, wo er nach deiner Hand angehalten hat, müsst ihr das doch heute noch... Noch köpfen das Ding. Genau. Also, euch zwei viel Glück und das hat mich jetzt echt gefreut. Und ich glaube, die Womoclick-Freunde werden das mit einem Schmunzeln schauen und Freude daran haben und euch natürlich auch viel, viel Glück wünschen. Ebenfalls wird ein Technikbereich bei Womoclick thematisiert. Und zwar sind diese Fahrzeuge mit verschiedensten Federsystemen, Luftfedersystemen ausgestattet. Erklär mal, für was macht ihr das? Alles nur gespielt. Nichts ist passiert, liebe Womoclick-Freunde. Womoclick möchte auch jedes Mal begründen, warum ihr einen Stellplatz überhaupt anfahren sollt. Sei es die traumhafte Landschaft, das Meer, eine Altstadt oder gar der Stellplatz selbst. Ich suche die Sehenswürdigkeiten für euch schon mal raus. Tipps werden gleich dazu geliefert. Und ein besonderes Highlight ist jedes Jahr im Herbst der Besuch von tausenden Kranichen. Wenn man die besuchen will, was macht man am besten? Also wir empfehlen den Kunden immer, dass sie mit Bus und Bahn fahren. Jetzt folgendes Problem. Heute die letzte Unterhose angezogen. Spaßiges und solches, das nicht zu ernst genommen werden soll, gibt es auch bei Womoclick. Meine treue Begleiterin ist von Anfang an meine Aisha. Wo immer ich bin, ist auch sie.
Ohne sie wären meine Reisen nur halb so schön. Aisha wird ebenfalls an der Messe mit dabei sein. Womoklik betrachtet nicht nur aus Augenhöhe, sondern auch von hoch oben. Und das mit 360 Grad Umsicht. Mit jedem Abschied beginnt auch die Planung auf die nächste Reise. Und die nächste Reise geht nach